willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Studierende, zum heutigen Vortrag. Ich hätte schon fast gesagt zur heutigen Sitzung, zum heutigen Vortrag in der Reihe Die Revolution geht durch die Schweiz, 100 Jahre Zimmerwalder Konferenz im Kontext. Ich freue mich, Ihnen unsere heutige Referentin ganz kurz vorzustellen, Sandrine Majora, die sich hier vom Podium geschlichen hat. Sandrine Majora hat in Basel studiert, und zwar im Bachelor Geschichte und osteuropäische Kulturen und dann ein Masterstudium in osteuropäischer Geschichte und Slawistik dort angehängt. Sie hat diese Arbeit abgeschlossen 2010. Sie ist Studium abgeschlossen mit einer Arbeit über den Allgemeinen Jüdischen Arbeiterbund in der Schweiz von den Anfängen bis 1914, das Thema, über das sie heute Abend eben auch sprechen will. Sie ist seit März 2011 in Basel beschäftigt am Lehrstuhl für osteuropäische Geschichte als Projektassistentin und verfolgt zurzeit ein Dissertationsprojekt, wo es um jüdische Arbeiterunruhen geht in den nordwestlichen Gouvernements des Ansiedlungsrajons, auch um die Jahrhundertwende, die Wende zum 20. Jahrhundert. Und ihr Schwerpunkt liegt auf jüdischen Arbeiterinnen. Aus dieser Beschäftigung mit der jüdischen Geschichte in der Schweiz und der jüdischen Geschichte in Osteuropa sind verschiedene Publikationen hervorgegangen, von denen ich ganz kurz nur drei, vier nennen möchte. Das eine ist zusammen mit Tamar Lewinsky der 2003 erschienene Sammelband East European Jews in Switzerland, wofür sie auch eben einen Beitrag über den Arbeiterbund geschrieben hat. Und das andere ist dieses Jahr sogar, 2015 erschienen, gemeinsam mit Benjamin Schenk und Uli Mader, 100 Jahre Basler Friedenskongress, die erhoffte Verbrüderung der Völker, also der Sammelband zur großen Tagung 100 Jahre Basler Friedenskongress 2012. Sie hat auch verfasst einen Artikel speziell über den Jüdischen Arbeiterbund in Bern für den Band Wie über Wolken jüdische Lebens- und Denkwelten in Stadt und Region Bern, der 2014 in Zürich erschienen ist. Ja, das war's schon von meiner Seite. Jetzt übergebe ich dir das Mikrofon quasi und freue mich auf den Vortrag. Ja, vielen Dank für die nette Einladung und die nette Vorstellung. Und jedes Mitglied unserer Organisation wird sich als gleichberechtigtes Mitglied des Bundes fühlen, egal wohin es das Schicksal geführt hat, nach Genf oder Vilnius. Dieser Satz, meine Damen und Herren, ist der Schlusssatz eines Berichtes der Vereinigten Organisationen der Förderungsgruppen des Bundes im Ausland, der im August 1906 in Genf bei der Versammlung dieser Organisation verfasst wurde. Kurz davor waren diese Förderungsgruppen des Bundes im Ausland offiziell als Parteiorgane vom Zentralkomitee anerkannt worden. Der Satz drückt die Befriedigung der im Exil lebenden Bundisten aus, dass ihre Organisationen im Ausland vom Zentralkomitee der Partei offiziell anerkannt wurden und zeigt gleichzeitig ihre Überzeugung, dass diese Struktur im Ausland eben Sinn machte, weil sie ein aktives Engagement außerhalb des Russischen Reiches ermöglichte. Worin bestanden diese Bundstrukturen im Ausland und insbesondere in der Schweiz? Wie kam es dazu, dass Genf und Bern eine Rolle für den Bund spielten? Wer waren die wichtigsten Bundisten, die dieses Netzwerk aufbauten und welche Verhältnisse unterhielten sie mit den anderen politisch engagierten russischen bzw. russisch-jüdischen Migranten sowie mit der lokalen Bevölkerung? In den nächsten 45 Minuten möchte ich Ihnen einige Antworten auf diese Fragen anbieten. Nach einer sehr kurzen Einführung darüber, was der Bund war, werde ich Ihnen die drei Ebenen vorstellen, auf der der Bund in der Schweiz präsent war. Das Auslandskomitee, die Zentralzirkel und das sogenannte Zentralbüro. Bei dieser Vorstellung werde ich jeweils einen kleinen Exkurs zu zwei Konfliktfällen machen, die wichtige Konsequenzen für die Organisation des Bundes in der Schweiz hatten. Danach werde ich ausführlicher über die sogenannte Imprimerie Israelit, also israelitische Druckerei, sprechen, bevor ich zum Schluss auf die Beziehungen zwischen den Bundisten in der Schweiz und ihrer Umgebung eingehe.
Der Allgemeine Jüdische Arbeiterbund in Litauen, Polen und Russland, kurz Bund genannt, wurde im Oktober 1897 in Vilna, im heutigen Vilnius, gegründet. Die neu entstandene jüdische sozialistische Partei forderte unter anderem die Einführung des 10-Stunden-Tages, eine regelmäßige Lohnzahlung, die Beschränkung der Willkür und die Gleichstellung der Juden mit den anderen Einwohnern des Russischen Reiches. Wie alle anderen politischen Organisationen musste der Bund in der Illegalität arbeiten. Beim Gründungskongress der russländischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, RSDRP abgekürzt, im Frühling 1898 in Minsk, waren die Bundisten dabei und der Bund trat der neuen Partei als autonome Sektion bei. Hier sehen Sie eine Fotografie des Hauses, in dem der Bund gegründet wurde. Das Haus existiert heute nicht mehr. Und die Fotografie ist von schlechter Qualität, aber das ist auch die einzige Fotografie, die ich kenne. Schon einige Wochen nach dem Gründungskongress in Vilna wurden in den verschiedenen sogenannten russischen Emigrantenkolonien im Ausland, über die Sie schon in den vorherigen Vorträgen gehört haben, die Ideen und die Existenz des Bundes diskutiert. In der Schweiz war der Bund zwischen 1898 und 1917 auf drei Ebenen verankert. Erstens gab es in verschiedenen Städten einzelne bundistische Organisationen, Zentralzirkel genannt. Zweitens gab es das Zentralbüro aller bundistischen Zirkel oder Gruppen, die sich im Ausland befanden. Und drittens hatte das Auslandskomitee des Bundes seit seiner Gründung fast ununterbrochen seinen Sitz in Genf. Im Folgenden möchte ich das Funktionieren dieser Struktur und die zentrale Rolle der Schweiz erläutern. Ich fange mit dem Auslandskomitee an. Infolge der zaristischen Verfolgungen wurden schon in den ersten Monaten nach der Entstehung des Bundes zahlreiche Bundisten verhaftet, ihre geheimen Druckereien und illegalen Publikationen beschlagnahmt. Einigen seiner wichtigsten Mitglieder gelang es, ins Ausland zu flüchten. So kam John Mill, Mitgründer der Partei, 1898 in der Schweiz an. Er ging nach Genf, von wo er versuchte, dem Zentralkomitee im Russischen Reich zu helfen. Er rief verschiedene Gruppen ins Leben und warb für den Bund in den russischen Kolonien. Nach wenigen Monaten war Mill in der Lage, dem Zentralkomitee regelmäßig Geld zu schicken. Er entschied sich, seinen Tätigkeiten eine formellere Struktur zu geben und kündigte in einer russischsprachigen gedruckten Mitteilung vom 15. Januar 1899 die Existenz des Auslandskomitees an. Das Ziel des Auslandskomitees war es, so viel wie möglich zu machen, um das Zentralkomitee im Russischen Reich zu unterstützen. Um dies zu erreichen, wollte man auf zwei Ebenen handeln. Einerseits forderte man finanzielle, andererseits sogenannte literarische Hilfe. Mit finanzieller Hilfe waren die Übergabe von Spenden und das Einsammeln von Geld gemeint. So stellte beispielsweise das Auslandskomitee eine spezielle Hilfskasse für die Unterstützung politischer Gefangenen und deren Familien im Russischen Reich auf die Beine. Literarische Hilfe bezeichnete das Publizieren vieler bundistischen Artikel, Zeitschriften und Manifeste sowie ihre Verbreitung sowohl im Ausland als auch im Russischen Reich. Zu diesem Zweck wurde eine Druckerei errichtet, die sogenannte israelitische Druckerei. Dort druckte das Auslandskomitee bedeutende bundistische Zeitschriften und Dokumente, die weiter in Europa und in Russland verteilt werden sollten, wie zum Beispiel die Zeitschrift Paslednye Izvestia, die letzten Nachrichten. An den Redaktionsarbeiten beteiligten sich Mitglieder der unterschiedlichen Zentralzirkel, über die ich nachher noch sprechen werde. Die Druckerei befand sich zuerst in Carouge, einer Nachbargemeinde der Stadt Genf. Ab Herbst 1903 lag sie in Genf an der Rue de Carouge 81, also nicht zu verwechseln.
Dort hatte das Auslandskomitee auch sein Stammlokal, das ein Versammlungsort war, nicht nur für die regulären Mitglieder des Auslandskomitees, sondern auch für die Bundisten, die sich nur vorläufig in Genf aufhielten und oder einen Zufluchtsort suchten. Das Auslandskomitee wurde im Dezember 1899 beim dritten Bundkongress als offizieller Vertreter des Bundes im Ausland anerkannt. Dass John Mill Genf auswählte, war kein reiner Zufall. Die Schweiz bot gute Bedingungen für die Realisierung eines solchen Projektes an. In der Schweiz wohnte eine wichtige russisch-jüdische Emigrantengemeinde, die eine interessante potenzielle Grundlage für die Aufgaben des Auslandskomitees darstellte. Dazu machten ihre zentrale geografische Lage und ihre Offenheit die Schweiz zu einer guten Plattform für Kommunikation und Schmuggeln illegaler Literatur. Die politischen Emigranten riskierten mit ihrem Aktivismus wenig. Solange sie sich nicht in die Schweizer Politik einmischten und die Schweiz durch ihre revolutionären Tätigkeiten nicht bedrohten, zeigten sich die Behörden tolerant. Ein weiterer Faktor für das Entscheidungstreffen war wohl auch die Tatsache, dass sich andere von Mill bekannte Unterstützer oder Mitglieder der Partei schon in der Schweiz aufhielten und Mill am Anfang finanziell helfen konnten. So lebte zur Zeit von Mills Ankunft Zemach Koppelson, der auch in den Kreisen des Bundes verkehrte und später Mitglied des Auslandskomitees wurde, auch in der Schweiz. Im Jahre 1900 war es Arkadi Krämer, einer führenden Persönlichkeit des Bundes, auch Vater des Bundes genannt, gelungen, aus dem Gefängnis in Russland auszubrechen und ins Ausland zu flüchten. Er trat sofort in Kontakt mit John Mill und seinem Auslandskomitee und ließ sich Ende Dezember 1900 in Genf nieder. Er arbeitete unter anderem in der israelitischen Druckerei zusammen mit Chaim Bernstein, der aus Vilna geflohen und ab Anfang Februar 1901 in Genf angemeldet war. Beide sahen sich im April 1901 in einen Konflikt mit den Genfer Behörden verwickelt, der mit ihrer Ausweisung aus der Schweiz endete. Weil dieser Vorfall wichtige Folgen für das Auslandskomitee hatte, möchte ich jetzt kurz darauf eingehen. Anfang April 1901 fand eine öffentliche Versammlung statt, die ins Leben gerufen worden war, um gegen die Auslieferung eines italienischen Anarchisten zu protestieren und um demonstrierende Studenten in Russland zu unterstützen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stammten nicht nur aus dem Russischen Reich, wie es auf Französisch und Italienisch gehaltene Reden zeigen. Nach der Versammlung nahm ein Teil der Zuhörer an einer Demonstration vor dem russischen und vor dem italienischen Konsulat teil, bei der sie, ich zitiere aus dem Bericht der Schweizer Behörden, revolutionäre Lieder sangen, schrien und pfiffen. Zitat Ende. Beim Protest vor der russischen Vertretung kam es zu einem Zwischenfall. Ein von den Demonstrierenden geworfener Stein landete in einem Zimmer der Wohnung des Konsuls und, schlimmer, die Wappen des Gebäudes wurden heruntergerissen und zerstört. Dies löste eine diplomatische Krise mit dem russischen Konsul aus, der sich bei den Behörden beschwerte, dass nichts unternommen worden sei, um dies zu verhindern. Die Untersuchung über diese Unannehmlichkeiten führte zur Verhaftung mehrerer Individuen, von denen 6 in Haft blieben. 5 stammten aus dem Russischen Reich und einer aus Italien. Unter den Inhaftierten befanden sich Krämer und Bernstein. Trotz der Bemühungen ihres Anwaltes und der Unterstützung von mehr als 100 Personen, die eine Petition zugunsten der laut ihrer Meinung ungerecht verhafteten Verdächtigten unterschrieben hatten, wurden Krämer und Bernstein am 17. April 1901 aus der Schweiz ausgewiesen, ohne dass ihre Beteiligung an den Gewaltakten wirklich bewiesen werden konnte. Beide begaben sich nach Paris und erklärten, dass sie nach London fahren wollten. Hier habe ich einige Bilder mitgebracht. Hier sehen Sie eine Aufnahme von Chaim Bernstein bei seiner Verhaftung.
aus seinem Dossier aus den polizeilichen Behörden. Und hier können Sie die erste Seite des Ausweisungsdossiers von Arkadi Krämer sehen, also auch mit diesen polizeilichen Fotografien. Beide sind hier im Bundesarchiv zu finden. Diese Ausweisungen hatten eine bedeutende Konsequenz auf die Organisation der Bundisten in Genf. Das Auslandskomitee und die Druckerei wurden im Herbst 1901 nach London verlegt. In den Quellen der Genfer Behörden heißt es in einem Bericht vom 11. September 1901: Nous avons l'honneur de vous informer que l'imprimerie israélite, qui était installée chemin des Pervenches 10, vient d'être transférée à Londres. Son propriétaire, Rabkin Israel, est également parti pour Londres. Aus welchen genauen Gründen das Auslandskomitee und die Druckerei nach England transferiert wurden, konnte ich aus den von mir gesichteten Quellen nicht eruieren. Dass sie zwei zentrale Figuren auf einmal verloren hatten, spielte sicher eine entscheidende Rolle und beweist, dass die Struktur des Bundes im Ausland zwar gut organisiert war, jedoch stark von einzelnen Persönlichkeiten abhing und so schnell Schwächen und Grenzen aufzeigen konnte. Dass die Lösung in London, das Zentrum der Bundorganisation im Ausland zu haben, den Bedürfnissen der Partei nicht entsprachen, zeigt aber die Tatsache, dass das Auslandskomitee ab Herbst 1901 zwar in London war, aber im Herbst 1903, also kaum zwei Jahre später, nach Genf zurückkehrte. Lassen Sie mich jetzt zu den Zentralzirkeln kommen. Einzelne mit dem Bund sympathisierende Gruppen waren schon kurz nach der Gründung des Bundes in verschiedenen Städten im Ausland erschienen, vor allem dort, wo sich viele im Exil lebende russisch-jüdische Sozialisten aufhielten. Nach der Gründung des Auslandskomitees organisierten sich diese Gruppierungen in sogenannten Zentralzirkel. Ein Zentralzirkel bestand aus mindestens drei Personen. Das Ziel der Zentralzirkel war auch die Unterstützung des Bundes. Sie sollten die Ideen der Partei unter den Studierenden und Arbeiterinnen und Arbeitern aus dem Russischen Reich im Ausland verbreiten, Persönlichkeiten für die jüdische Arbeiterbewegung ausbilden und die öffentliche Meinung im Westen für die Sache des Bundes gewinnen. Sie waren auch zuständig für die Organisation von Festen, Vortragsreihen und anderen Ereignissen, an denen Geld zur Unterstützung der Partei gesammelt wurde. Bis 1906 wurden sie im Gegensatz zum Auslandskomitee nicht als Parteiorgane anerkannt. Ende 1902 befanden sich vier der acht Zentralzirkel in der Schweiz. Der Berner Zirkel war laut Wladimir Medem, dem berühmten Bundisten, der älteste und wichtigste der Gruppen im Ausland. 1902 zählte er 12 aktive Mitglieder, Genf folgte mit 11 Personen. Es gab noch einen Zentralzirkel in Zürich und einen in Lausanne, einen kleinen in Lausanne mit 4 Mitgliedern. Hier sehen Sie einen Flyer mit einer Ankündigung eines Referates mit anschließender Diskussion zum Thema der polnisch-jüdischen Beziehungen. Das ist ein Flyer aus dem Jahr 1912 und Sie können hier sehen, von wem dieser Flyer stammt, also von der Förderungsgruppe des Bundes in Lausanne. Es ist typisch, also es ist ein Flyer, der nicht vor 1906 hätte gedruckt werden dürfen, weil eben der Name der Organisation hier auftaucht. Und wie wir später sehen werden, wurden erst 1906 diese Gruppierungen in der Öffentlichkeit, also aktiv und nicht mehr anonym aktiv. Die Mitglieder der Zentralzirkel entschieden sich eben 1902 für eine weiterhin konspirative Existenz. Der Bund war illegal im Russischen Reich und die im Exil lebenden Bundisten hatten Angst vor Spionen des Zaren, die sich in den Kolonien im Ausland, auch in der Schweiz, aufhielten.
Wladimir Medem bestätigt in seinen Memoiren, dass die Zentralzirkel streng geheim gehalten wurden, sodass potenzielle neue Mitglieder sehr vorsichtig angenähert wurden. Hier ist das Zitat. Diese ausländischen Bundgruppen verhielten sich höchst konspirativ. Nicht nur wussten außenstehende Personen nicht, wer Teil der Gruppe war, die Existenz der Gruppen an sich blieb ein Geheimnis. Und wenn jemand für den Beitritt vorgeschlagen wurde, fragte man ihn: Wären Sie gewillt, einer Gruppe des Bundes beizutreten, sofern man eine gründen würde? Im Januar 1902 trafen sich Vertreter aller Zentralzirkel im Ausland in Bern, wo sie die Vereinigte Organisation der Bundzirkel im Ausland und das Zentralbüro gründeten. Das Ziel war, eine Struktur zu schaffen, die erlauben würde, die Aktivitäten der unterschiedlichen Zentralzirkel besser zu koordinieren und zu organisieren. Das Zentralbüro wurde als Verbindung zwischen den einzelnen bundistischen Zirkeln definiert. Es bestand aus 5 Personen, 4 aus den Zentralzirkeln und einer aus dem Auslandskomitee. Es hatte bis Mai 1906 seinen Sitz in Bern, danach wurde es nach Genf verlegt. Das Zentralbüro hatte eine Doppelfunktion. Einerseits koordinierte es die Zentralzirkel und andererseits brachte es diese in Verbindung mit dem Auslandskomitee. So war das Zentralbüro verantwortlich für die Organisation von Referaten, Vorträgen und Diskussionen, an denen sich prominente Mitglieder der sozialistischen Bewegung in den verschiedenen Städten beteiligten. Das Zentralbüro spielte auch eine wesentliche Rolle in der Übermittlung von Informationen über die letzten Entwicklungen im Russischen Reich an das Auslandskomitee und schickte regelmäßig Fragebögen zu den Zentralzirkeln, damit diese in einer übersichtlichen Tabelle ihre Mitgliederzahlen, die Besucherzahlen der unterschiedlichen Demonstrationen, Diskussionsabende und weitere Ereignisse, die Größe der jeweiligen Kolonien, den gesammelten Geldbetrag und die Ausgaben auffassten. Trotz der Organisation und Koordinationsrolle des Zentralbüros blieb die Struktur des Bundes im Ausland flexibel. Das heißt, dass die Zentralzirkel direkte Verbindungen und Austausche mit dem Auslandskomitee haben konnten und durften. So war es zum Beispiel den Zentralzirkeln sogar empfohlen, das Auslandskomitee in Genf direkt zu kontaktieren, falls sie dringende Informationen oder Fragen hatten. Das Zentralbüro hatte eine große Bedeutung für das Auslandskomitee, indem das Zentralbüro sich um die Kommunikation, Koordination und die Grundlagearbeit in den Kolonien kümmerte, konnte sich das Auslandskomitee auf die Publikationen und auf die Hilfe des Zentralkomitees im Russischen Reich konzentrieren. Wie bereits erwähnt, befand sich dieses Zentralbüro 1902 in Bern, wo es bis Mitte 1906 blieb. Ein erneuter Konfliktfall eines Bundisten mit den Schweizer Behörden führte dazu, dass es danach nach Genf verlegt wurde. Und über diesen Konfliktfall möchte ich jetzt einen kleinen Exkurs machen. David Machlin, ein Bundist, der im März 1904 wegen seiner Teilnahme an einer russischen Protestversammlung aus Preußen ausgewiesen worden war und dann in die Schweiz kam, arbeitete seit Herbst 1905 als Sekretär des Zentralbüros in Bern. Im April 1906 mietete er unter seinem Namen Räume für 4 Versammlungen von Leuten russischer Nationalität, wie es in den Schweizer Quellen heißt. Damit hatte er die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gelenkt und ein Verfahren ausgelöst, das zu seiner Verhaftung und seiner Ausweisung führte. Bei einer Haussuchung beschlagnahmte nämlich die Polizei, ich zitiere, eine Menge anarchistische Literatur, eine Anzahl Fotografien und ein Kistchen mit Instrumenten und Chemieapparaten. Zitat Ende. Im Laufe der Untersuchung beschlagnahmte die Polizei noch ein Postfach, das wahrscheinlich ein Bestandteil des Post- und Schmuggelsystems des Bundes war, ein Element, auf das die Polizisten aber nicht fokussierten. 4 Monate zuvor,
war in Genf in einer von Russen gemieteten Wohnung Sprengstoff beim Basteln einer Bombe versehentlich explodiert. Die Explosion hatte mehrere Verletzte verursacht. Die Polizei hatte in der Wohnung ein Labor und eine Druckerei entdeckt und der Fall gab Anlass zur sogenannten Bilit-Affäre, benannt nach dem Protagonisten Boris Bilit, einem Revolutionär, der in den 1880er Jahren Mitglied der Terrorgruppe Narodnaya Volja gewesen war. In diesem Kontext konzentrierte sich die Untersuchung über David Machlin unter anderem auf die Kiste, die in Machlins Wohnung gefunden worden war und in einem aus Genf stammenden Packpapier eingewickelt war. Der kantonale Chemiker zog folgende Schlussfolgerung. Zitat: Es kann somit bestimmt erklärt werden, dass die meisten der besichtigten Objekte zur Bombenfabrikation oder zur Herstellung von Sprenggeschossen geeignet sind. Trotz vehementer Widerlegung von David Machlin sowie Versuche seitens der Bundisten in Bern, sich für Machlin einzusetzen, wurde er am 3. Mai 1906 aus der Schweiz ausgewiesen. Hier sehen Sie David Machlin wieder mal auf einer Aufnahme bei seiner Verhaftung. Die unmittelbaren Konsequenzen davon waren die Verlegung des Zentralbüros von Bern nach Genf und ein beinahe totaler Zusammenbruch der Kommunikationskanäle des Zentralbüros und der Verbindungen der Organisation. Um zur Struktur des Bundes in der Schweiz zurückzukehren. Mit dem Auslandskomitee, den Zentralzirkeln und dem Zentralbüro verfügte also der Bund über eine solide Grundlage für Arbeit und Unterstützung, auch wenn diese Organisation Schwächen hatte, wie wir im Fall der Ausweisungen von Krämer, Bernstein und jetzt Machlin gesehen haben. Von allen Einrichtungen in der Schweiz spielte insbesondere die Druckerei eine wesentliche Rolle und deswegen möchte ich Ihnen jetzt diese Druckerei detaillierter vorstellen. Ich habe vorher erwähnt, dass die erste Druckerei des Bundes im Ausland zwischen 1898 und Herbst 1901 in Carouge, einer Nachbargemeinde von Genf, gelegen war. Mit der Rückkehr des Auslandskomitees des Bundes im Herbst 1903 nach Genf wurde auch die Druckerei nach Genf verlegt, in die Rue de Carouge 81. Dies bestätigt eine Ermittlung der Polizei über einen gewissen Abram Mitinkovic, eigentlich der berühmte Mitgründer des Bundes Abram Mutnik, der im Februar 1904 bei den Genfer Behörden um eine Aufenthaltsbewilligung gebeten hatte. Im polizeilichen Bericht heißt es: Actuellement, il exploite l'imprimerie israélite rue de Carouge, où s'imprime le journal israélite intitulé Les dernières nouvelles des révolutionnaires en Russie. Il a aussi rapporté de Londres une partie du matériel de l'imprimerie qui n'est plus exploité là-bas. Il y a lieu de croire que cette imprimerie servait à Londres au parti et au journal russe Le Bund, ou Bund, dont on a annoncé il y a quelques jours le transfert à Genève. Dieser Bericht beweist also erstens, dass die Druckerei in Genf wieder aktiv war, und zweitens, dass die Schweizer Behörden jetzt eine Verbindung zwischen dem Bund, der Druckerei, London und Genf machten. Weitere Hinweise zur Existenz der israelitischen Druckerei in Genf findet man im Genfer Handelsjahrbuch und Handelsregister. In der Ausgabe für das Jahr 1905 wird zum ersten Mal eine Imprimerie Russe an der Adresse Rue de Carouge 81 eingetragen. Keine weitere Präzisierung wird gegeben, keine Namen und keine Information darüber, dass es sich um die Druckerei des Bundes handelt. Für die Jahre 1907 bis 1980 verwandelt sich dann der Eintrag in Blumin Mendel, Imprimerie Israelit. Aus den Schweizer Unterlagen geht hervor, dass es sich bei diesem Mendel Blumin wahrscheinlich um den Bundisten Franz Kurski handelt. Diese Veränderung entspricht der Anmeldung der Druckerei im Genfer Handelsregister Ende August 1906. Damit wollten die Bundisten, dass die Druckerei mit dem Schweizer Gesetz übereinstimmte. Ich behaupte, dass zwei unterschiedliche Faktoren zu dieser offiziellen Anmeldung geführt haben. Zu
Zum einen verschwand damit das Risiko, wegen illegaler Tätigkeiten in Genf angeklagt zu werden, weil die Druckerei jetzt offiziell existierte. Natürlich schützte dies nicht vor eventuellen Problemen wegen des Inhalts der gedruckten Zeitschriften und Broschüren. In der Beschreibung des Unternehmens kommt auch nie der Name des Bundes vor. Zum anderen deutet diese Anmeldung auf eine Strategieveränderung in der Partei selbst. Die russische Revolution von 1905 hatte einige Veränderungen im Russischen Reich bewirkt. Unter anderem gab es neu eine gewisse Versammlungsfreiheit und eine Lockerung der Zensur. Diese neuen Elemente brachen einen Teil der Bundisten dazu, die Parteistrategie und Organisation umzudenken. Legalisierung wurde für viele zu einem neuen Begriff. Sie waren überzeugt, dass die illegalen und konspirativen Strukturen des Bundes das Erreichen der Parteiziele und den Gewinn neuer Anhänger verhinderten. Dieser Strategiewechsel wurde auch unter den Bundisten im Ausland umstritten und intensiv diskutiert. Während der 5. Zusammenkunft der Vereinigten Organisation bundistischer Zirkel im Ausland im März 1906 stimmte eine Mehrheit für die Legalisierung ab. Dies bedeutete konkret, dass die Zentralzirkel, die sich von nun an Förderungsgruppen nannten, nicht mehr im Geheimen handelten. Sie durften ihre Existenz bekannt machen und alle Flyers, Einladungen und Broschüren unterschreiben. Die Anmeldung der Druckerei bei den Genfer Behörden gehörte logischerweise auch zu dieser neuen Strategie. Die Imprimerie Israelit druckte allerlei Flugblätter, Broschüren und Zeitschriften auf Jiddisch und Russisch. Die Mitglieder des Auslandskomitees und des Zentralbüros, geholfen von den Anhängern in den Zentralzirkeln, verbreiteten bundistische Literatur in den Kolonien, veröffentlichten und übersetzten wichtige Texte und Aufrufe des Bundes, druckten zahlreiche Artikel neu, die im Russischen Reich erschienen waren, im Ausland aber noch nicht bekannt gemacht worden waren. Einige Dokumente wurden sogar in anderen Sprachen wie Französisch, Deutsch oder Englisch gedruckt, mit dem Ziel, die nicht russisch-jüdische Meinung für die Sache des Bundes zu gewinnen. Und insbesondere die anderen sozialistisch orientierten Personen standen da im Fokus. Ich habe einige Beispiele von diesen gedruckten Dokumenten mitgebracht. Das hier ist eine Erklärung des Bundes auf Französisch, datiert vom November 1905. Also es geht um die Repression, um die brutale Repression der revolutionären Aktivitäten im Russischen Reich und auch die, um die damit verbundenen Pogrome, die zu dieser Zeit in Russland stattgefunden haben. Und also man sieht es nicht sehr gut, aber hier kann man lesen, dass die Übersetzung vom Auslandskomitee stammt und hier steht Imprimerie Israelit und dann dieser Mutinkovic, also Abraham Mutnik und dann die Adresse hier. Hier sehen Sie einen Nachruf, publiziert Ende 1912 beim Tod des Bundisten und ehemaligen Mitglied des Auslandskomitees Bronislav Grosser, also auf Russisch dieses Mal. Hier ist der Unterschrift Zagranichny Komitet Bunda, also Auslandskomitee des Bundes. Genau. Hier sehen Sie den Briefkopf auf Französisch dieses Auslandskomitees mit der Adresse der Druckerei. Hier sehen Sie die erste Seite der Zeitschrift Poslednja Izvestja, die ich vorher erwähnt habe, die letzten Nachrichten. Die Zeitschrift wurde auf Russisch und auf Jiddisch herausgegeben und diese Zeitschrift war eine Publikation des Auslandskomitees, also das war nur eine Publikation, die im Ausland erschienen ist, also nicht im Russischen Reich auch gleichzeitig parallel erschienen. Die Beziehungen
Mit dieser intensiven Literaturproduktion stellte die Druckerei eine unabdingbare Unterstützungsquelle für den Bund dar. Denn Propaganda war zentral für die Verbreitung bundistischer Ideen und den Erwerb neuer Mitglieder. Wenn die Druckerei ein bedeutendes Instrument schriftlicher Propaganda war, spielte auch mündliche Propaganda eine Rolle. Und eine erfolgreiche mündliche Propaganda setzte Kontakte mit anderen in der Umgebung lebenden Personen voraus. Auf den Begegnungen der in der Schweiz lebenden Bundisten mit ihrem Umfeld möchte ich jetzt eingehen. Die Beziehungen der Bundisten mit anderen Gruppen politischer Aktivisten aus dem Russischen Reich hingen stark von der Situation und Zusammensetzung der jeweiligen Kolonien ab. Zum Beispiel hatten Bundisten und russische Sozialdemokraten eng zusammen kooperiert, bevor der Bund aus der RSDRP 1903 austrat. So beweisen mehrere Dokumente von den engen Beziehungen zwischen der Druckerei des Bundes in Karusch und derjenigen der russischen Sozialdemokraten, die in Genf gelegen war. Aus den Genfer polizeilichen Ermittlungen geht hervor, dass die zwei Druckereien manchmal dieselben Mitarbeiter und Korrektoren anstellten. Ein russischer Sozialdemokrat, der für die Bundisten in Genf von besonderer Bedeutung war, ist Wladimir Petrowitsch Akimov. Er selbst war im September 1898 der Verbannung nach Sibirien entflohen und hielt sich seitdem im Ausland auf, unter anderem in Genf, wo er die russische Druckerei betrieb. 5 Monate nach Arkadi Kremers Ausweisung, von der ich vorher erzählt habe, unterstützte Akimov einen Antrag von Kremer an die Schweizer Behörden. In diesem Antrag ging es um die Bitte um Erlaubnis, für einige Tage nach Genf zurückzukehren, weil j'ai dû quitter la Suisse en quelques heures et je n'ai pas eu matériellement le temps nécessaire pour régler les comptes et remettre en état les affaires d'une entreprise dans laquelle j'ai été employé. Akimov ging persönlich zu den Schweizer Behörden nach Bern, um für Kremer zu bürgen und um zu behaupten, dass Kremer für ihn gearbeitet hatte. Der Antrag wurde abgewiesen, aber dieses Ereignis zeigt, dass sich Kremer und Akimov kannten und miteinander verkehrten. Dieser Kontakt zwischen Akimov und den Bundisten bestätigte sich dann erneut im Herbst 1903, als das Auslandskomitee und die Druckerei des Bundes nach Genf zurückkehrten. Die Bundisten hatten einen großen Teil der Druckereiinfrastruktur von Akimov übernommen, kurz nachdem Akimov wegen seiner zu auffälligen Propagandaaktivitäten die Schweiz hatte verlassen müssen. Diese Lösung war wahrscheinlich für beide Seiten günstig, aber sie beweist trotzdem, dass sie in der Lage waren, von der Situation der anderen einen gegenseitigen Nutzen zu machen. Eigentlich förderte das Zentralbüro die Kommunikation und den Kontakt mit anderen revolutionären Gruppen des Russischen Reiches, die in den Kolonien aktiv waren. Das Kapitel 5 des Berichtes der ersten Versammlung aller bundistischen Zirkel im Ausland im Januar 1902 ist ganz dem Thema der Beziehungen zwischen den bundistischen und anderen Organisationen innerhalb der Kolonien gewidmet. Das Auslandskomitee behielt sich das Recht vor, zu beurteilen, ob eine Organisation vertrauenswürdig war oder nicht. Die Zentralzirkel durften entweder mit anderen Gruppierungen sporadisch für einen präzisen Anlass kooperieren oder sich mit ihnen längerfristig zusammensetzen. In einem Bericht, datiert von August 1906, wird beispielsweise erklärt, dass der Bund und die RSDRP regelmäßig gemeinsame Treffen in Bern und Zürich hielten, an denen sie Diskussionsabende organisierten und Literatur austauschten. Daneben entstanden auch gemeinsame Vereine und Betriebe, wie zum Beispiel Lesegruppen, Kantinen oder Hilfskassen für Emigranten. Mit den Gruppen, die der PPS, also der polnischen sozialistischen Partei, und den Sozialrevolutionären angehörten, unterhielten die Bundisten fast keinen Kontakt, waren ihnen gegenüber aber auch nicht feindselig eingestellt. Die einzige offiziell erklärte Feindschaft betraf die Zionisten. Das Zentralbüro bezeichnete sie ausdrücklich als Feinde und warnte vor ihren großen Mobilisierungsfähigkeiten sowie ihren finanziellen Mitteln.
Zitat. Sie sammeln, also sie ist Divisionistin, sie sammeln große Geldsummen, unterwandern die sozialdemokratische Presse, haben viele Auslandsorgane in Europa zu ihren Diensten, wo sie den Bund systematisch anschwärzen und diffamieren. Von dieser Seite kommt ein mächtiger Feind auf unsere Organisation zu, dem es größte Aufmerksamkeit entgegenzubringen gibt. Diese Aussage bezieht sich auf den bitteren Konkurrenzkampf um Anhänger in den Kolonien, den Wladimir Medem in seinen Memoiren zu seiner Zeit in Bern um 1901 in folgenden Worten anspricht. Und hier werden Sie mich vergeben, dass ich auf Englisch zitiere, aber diese Passage ist noch nicht ins Deutsche übersetzt worden. We had a big debate in Bern with the Zionists. It was an event that shook all the colony. There had been smaller debates on previous occasions, but this time the Zionists wished to mount a general assault. The debate was joined. We went at each other for 3 evenings in a row. It was extremely turbulent. As usual, however, both sides won. Each side carried the day with its own people. Es wird in der Regel angenommen, dass die russischen und russisch-jüdischen Immigranten, die in der Schweiz lebten, nur begrenzte Kontakte zur lokalen Bevölkerung pflegten, auch wenn sie hier mehrmals von berühmten Ausnahmen schon erfahren haben. Erlauben Sie mir, noch einmal Wladimir Medem und seine berühmte Beschreibung der Berner Kolonie zu zitieren. So lebten wir, eine Insel umgeben von fremden Menschen. Selbst an der Universität waren Beziehungen zu Schweizer Kollegen zuweilen angespannt und enge Freundschaften mit jeglichen Einheimischen sind selten gesehen worden. Im Allgemeinen lebten wir ein Leben im Abseits. Obgleich wir seit Jahren im Herzen der Schweiz wohnten, so hatten wir doch keine Vorstellung, wie das Schweizer Leben so war. Ähnliche Aussagen findet man zu anderen Bundisten, die sich eine Zeit lang in der Schweiz aufhielten. Im polizeilichen Bericht über Mendel Bjumin alias Franz Kurski, den ich im Zusammenhang mit der Druckerei des Bundes vorher erwähnt habe, schreibt der Polizist: Nous devons ajouter que les renseignements obtenus sur le compte de Bjumin émanent de ses co-religionnaires, le prénommé n'ayant jamais fréquenté personne en dehors de la communauté russo-israélite. Obwohl Kontakte zwischen Bundisten und der Schweizer Bevölkerung selten waren, bedeutet es nicht, dass sie gar nicht existierten. Ein besonderes Beispiel ist Liebmann Hirsch, der einigen von Ihnen schon bekannt sein dürfte. Er gehörte zum Bund und kam 1904 nach Genf, wo er studierte und 1913 einen Doktortitel in Soziologie erhielt. 2 Jahre später wurde er zum Professor für Statistik und Demografie an der Universität Genf ernannt. Er blieb sein ganzes Leben in der Schweiz und beteiligte sich aktiv am intellektuellen Leben des Landes, ohne aufzuhören, die Ideen des Bundes zu verteidigen und sich für die Partei begeistert einzusetzen. Unter dem Pseudonym Lemanski vertrat er auch den Bund an der Zimmerwalder Konferenz im September 1915. Liebmann Hirsch bleibt aber eine Ausnahme, da die Mehrheit der russisch-jüdischen Studenten und politischen Migranten spätestens nach den Revolutionen von 1917 nach Russland zurückkehrten. Eine andere interessante Frage ist die der Unterstützung der Bundisten durch Schweizer Sozialisten. Der Genfer sozialistische Politiker Jean Sieg zum Beispiel intervenierte 2-mal bei den Genfer Behörden, um die Niederlassungsbewilligung von Bundisten wie Abraham Mutnik oder Wladimir Medem zu begünstigen. Als Medem Ende 1909 um eine Aufenthaltsbewilligung in Genf bat, fügte er seinem Antrag einen Brief von Jean Sieg und Emil Nicolet bei, einem anderen Genfer Sozialisten, in dem beide Schweizer Politiker für Medem bürgen und die Zahlung des obligatorischen Pfandes garantieren. Leider bleibt unklar, wie gut sich diese 3 Personen kannten und wo sie sich zum ersten Mal getroffen hatten. Von Sieg weiß man, dass er an mehreren Anlässen der sozialistischen und revolutionären Migranten in der Schweiz teilgenommen hat.
Im April 1901 war er einer der Redner gewesen an der Versammlung, infolge derer Demonstranten die Wappen des russischen Konsulats in Genf zerstört hatten. Ein Vorfall, lassen Sie mich Sie daran erinnern, der zur Ausweisung von Arkadi Kremer und Chaim Bernstein geführt hatte. Siegs Name erscheint auch 1907 auf einem Ankündigungsplakat eines Treffens, das unter anderem von der RSDRP und dem Bund gemeinsam organisiert wurde. Das ist das Plakat, das ich im Bundesarchiv gefunden habe. Nicole konnte ich mit einer Geldsammlung-Aktion zugunsten der Unterstützung der russischen Sozialisten, die nach der Auflösung der Zweiten Duma 1907 verhaftet worden waren, verbinden. Der Aufruf zur Spende war von der RSDRP unterschrieben, aber auf Französisch verfasst. Die Spendenlisten mussten an Nicole geschickt werden. Er wohnte offenbar an der Rue de Carouge 8, das heißt in derselben Straße wie das Hauptquartier des Auslandskomitees des Bundes mit der Druckerei, die an der Rue de Carouge 81 ihre Adresse hatten. Umgekehrt besuchten auch Bundisten Sitzungen und Versammlungen, die von den Schweizer Sozialisten organisiert waren. So beteiligten sich Bundisten am 1. Mai 1906 an einer lokalen Veranstaltung und hielten Reden auf Deutsch. Die hier erwähnten Beispiele sind zwar nur sporadische Spuren, sie deuten dennoch auf die Existenz von konkreten Verbindungen zwischen den in der Schweiz wohnenden Bundisten und den Schweizer Sozialisten. Und ich denke, es würde sich sicher lohnen, tiefer in diese Verbindungen zu forschen. Lassen Sie mich zum Schluss einige Punkte zusammenfassen. Seit der Gründung des Auslandskomitees des Bundes in Genf durch John Mill im Juli 1898 hatte sich die Organisation der Partei im Ausland bis zum Vorabend des Ersten Weltkriegs weiterentwickelt und ihren Einfluss in den russisch- bzw. russisch-jüdischen Kolonien im Westen ausgedehnt. Die Schweiz spielte dabei eine zentrale Rolle. Neben der Entfaltung bundistischer Zirkel in den universitären Städten nahm die Schweiz einen besonderen Platz im Zentrum des allgemeinen Funktionierens des Bundes im Ausland ein. Die Gründer und Führungsfiguren des Auslandskomitees entschieden sich, die Schweiz zur Basis für ihre Unterstützungsarbeit zu machen. Diese Wahl, die John Mill 1898 getroffen hatte, sollte in den folgenden Jahren zweimal bestätigt werden. Ein erstes Mal mit der Gründung des Zentralbüros in Bern im Januar 1902 und ein zweites Mal mit der Rückkehr nach Genf des für eine kurze Zeit nach London verlegten Auslandskomitees. Die Schweiz bot gute Bedingungen an. Neben der wichtigen Emigrantengemeinde aus dem Russischen Reich, die schon bestand, hatte das Land eine zentrale geografische Lage in Europa und eine günstige Gesetzgebung, die erlaubten, es als Plattform für die Kommunikation und das Schmuggeln illegaler Literatur zu benutzen. Mit einer Präsenz auf drei Ebenen, Auslandskomitee, Zentralzirkel und Zentralbüro, war der Bund in der Schweiz gut verankert. Diese Struktur hing eng mit einzelnen Personen zusammen und konnte deswegen leicht destabilisiert werden, wenn eine zentrale Figur das Land verlassen musste, wie wir dies in den Vorfällen mit Arkadi Kremer, Chaim Bernstein und David Machlin gesehen haben. Die Amprimerie Israelit, die israelitische Druckerei, erwies sich als ein wesentliches Element der ganzen Struktur im Ausland. Sie blieb in Genf von ihrer Gründung bis 1917, die Periode zwischen Herbst 1901 und Herbst 1903 ausgenommen. Dank seiner intensiven Aktivität konnte das Auslandskomitee zahlreiche Propagandaschriften und Flugblätter auf Jiddisch, Russisch und manchmal auch in anderen Sprachen drucken und verbreiten. Während die Kontakte zwischen den Bundisten in der Schweiz und den Schweizern begrenzt blieben, existierten sie dennoch, wie die Beispiele von Jean Sieg und Emil Nicole zeigen. Beziehungen zu anderen kulturellen oder politischen Gruppen innerhalb der Kolonien waren erwünscht, solange diese Organisationen die Ziele und Ideen des Bundes anerkannten. Die einzigen erklärten Feinde waren die Zionisten, mit denen der Bund heftig konkurrierte, um die noch nicht politisierten Personen der Kolonien für sich zu gewinnen.
mit seiner Organisationsstruktur außerhalb des Russischen Reiches, insbesondere in der Schweiz, bot der Bund im Ausland dem Zentralkomitee in Russland eine langjährige, wertvolle Unterstützung und erlaubte seinen exilierten Mitgliedern, ihr Engagement für die Sache der Partei weiterzuleben, egal ob in Genf oder in Vilnius. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen. Ja, vielen Dank für deinen spannenden Vortrag, Sondrine. Ich eröffne gerne die Fragerunde. Ich wäre froh, wenn Sie diesen Bund noch etwas mehr einmieten könnten oder positionieren in die übrigen politischen Bewegungen. Also 1904 war ja Lenin auch in Genf. Und wie sind die Kontakte zum Beispiel zu Lenin? Welche Rolle spielt der Bund zu den Menschewiken, die damals die Revolution von 1905 als, wenn Sie so wollen, Sozialdemokraten im Rahmen der sozialistischen Bewegung weltweit geführt haben? Das war mir bis jetzt, oder das ist mir immer noch nicht ganz klar, wie das hier eingemietet werden soll. Große Frage, aber sehr interessante Frage. Die Beziehungen zwischen dem Bund und den anderen Sozialdemokraten ist ziemlich kompliziert. Als die russische Sozialdemokratische Arbeiterpartei 1898 gegründet wurde, war der Bund dabei, also Delegierte, also Vertreter des Bundes waren dabei und haben die Partei mitgegründet in Minsk damals. Und der Bund ist dann dieser RSDLP als autonome Sektion beigetreten und wollten, also die Bundisten wollten ihre Autonomie innerhalb dieser Partei behalten. Dies führte dazu, dass 1903 beim zweiten Kongress der RSDLP in London die Bundisten aus der Partei ausgetreten sind, weil die anderen Delegierten ihnen diese Autonomie nicht mehr garantieren wollten. Mit dem Argument, Religion und Nation entspricht nicht den Zielen den internationalen Zielen der Partei. Es gibt sowieso keinen Unterschied und so weiter. Deswegen waren in Genf die Kontakte zwischen der Iskra-Gruppe und den Bundisten ziemlich angespannt. Also nicht, dass sie keine Kontakte hatten. Sie haben sich, ich weiß, dass sie sich getroffen haben und sehr viel debattiert, also über die Ideen, was soll die Partei sein und so weiter, debattiert haben. Aber ich weiß auch, dass Lenin zum Beispiel sehr stark gegen den Bund eingestellt war. Mit der Revolution von 1906 änderte sich das ein bisschen, weil die Bundisten, also weil alle revolutionäre Gruppen dann sich zusammengeschlossen haben, um eben diese Revolution zu verbreiten. Und 1906 ist der Bund dann wieder in die RSDLP eingetreten. Und hat sich dann 1912 bei diesem Konflikt zwischen Menschewiki und Bolschewiki ganz deutlich auf der Seite der Menschewiki gestellt und positioniert. Ja, übrigens die Tatsache, dass der Bund, dass die Delegierten des Bundes 1903 diesen Kongress verlassen haben, hat dazu geführt, dass bei weiteren Abstimmungen am Kongress diese Mehrheit-Minderheits-Situation, also Menschewiki-Bolschewiki-Situation sich entwickelt hat und dass wären die Bundisten geblieben, dann wären die Menschewiki nicht in der Minderheit gewesen, weil die Bundisten zusammen mit der Menschewiki-Fraktion abgestimmt hätte. Ja. Gerne geschehen. Weitere Fragen?
Eine solche kleine Gruppe, also das waren kleine Gruppen, die Sie jetzt vorgestellt haben, die müssen sich auch irgendwie finanziell über Wasser halten. Was weiß man über die Finanzierung? Wie konnten Sie sich finanzieren? Wurden Sie aus dem Ausland unterstützt oder hatten Sie Geldgeber in Russland? Wenn Sie darüber noch etwas sagen könnten. Ja, vielen Dank. Finanzierung. Also dieses Auslandskomitee finanzierte sich auch über die Publikationen, die sie dann weiterverkauft haben und bekam auch Geld von diesen einzelnen Zentralzirkeln, die Diskussionsabende oder Vorträge organisiert haben. Und wenn Sie hier, Moment, wenn Sie hier anschauen, hier, können Sie sehen, dass hier unten der Eintritt, also dass man für den Eintritt bezahlen musste. Das war natürlich nicht, das waren natürlich nicht große Summen, weil sonst hätte niemand kommen können. Aber es diente dazu, auch diese Finanzierung, also diese Finanzierung zu unterstützen. Und natürlich, weil man in verschiedenen Ländern präsent war als Bundist, konnte man ein ganzes Netz aufbauen. Und zum Beispiel, es gab, also vor allem ab 1905 gab es ein großes Bundzentrum in New York. Und die Leute, die dann definitiv nach New York emigriert waren, die haben dann den Bund finanziell sehr stark unterstützt, weil sie dort eine Arbeit, also in Amerika eine Arbeit hatten und so weiter. Und sie haben dann Spenden gegeben. Und dann hat das Auslandskomitee diese Spenden gesammelt und einen Teil davon dann dem Zentralkomitee im Russischen Reich weitergeschickt, damit sie dann auch überleben konnten. Aber diese Finanzierungsfrage ist eine ganz interessante Frage. Vor allem liest man immer wieder in den Berichten so zwischen 1907 und 1910, als es dem Bund im Russischen Reich gar nicht gut ging, weil das war diese Periode von Repressionen und so weiter, liest man, dass die Geldfrage tatsächlich ein Problem war. Also die Partei hatte nicht mehr genug Geld, um die eigenen Anführer zu bezahlen, und die mussten dann irgendeine Anstellung finden, also sei es als Übersetzer oder als Journalist oder so. Ich hätte noch eine zweite Frage, ja, zur Frage der Beziehungen zu den Zionisten. Mhm. Sie haben gesagt, dass die gestört waren, auch wegen den Aktivitäten der Zionisten als Geldsammler, mhm, und so weiter. Aber welches war die politische Differenz? War das, hatte es auch etwas damit zu tun, mit den Zielen der Zionisten zu einem eigenen Staat zu kommen? Mhm. Was nicht Israel war, aber die Vorstellung des Staates war da. Also es gab tatsächlich große Differenzen zwischen den Zionisten und den Bundisten. Für die Bundisten, die sozialistisch gesinnt waren, waren die Zionisten eine typische Bewegung aus der Bourgeoisie. Also da war wichtig nicht, dass sie auch Juden waren, sondern es war wichtig, dass die Zionisten, das Proletariat, also die Zionistenanhänger genau diejenigen waren, die das jüdische Proletariat ausbeuteten und unterdrückten und so weiter. Weil es gab diese doppelte Unterdrückung. Ja, also im Russischen Reich war man als Jude benachteiligt und unterdrückt, aber das jüdische Proletariat hatte nur das Problem, dass er als Proletariat, also als Arbeiterschaft unterdrückt war. Und die Bundisten haben sich ganz stark gegen diese Idee einer Nationsgründung
einer territorialen Nationsgründung ausgesprochen. Die haben sich für das Konzept der nationalkulturellen Autonomie sehr stark eingesetzt. Also haben sehr stark dafür plädiert, dass man eine nicht-territoriale Autonomie innerhalb eines größeren Landes oder einer Föderation haben konnte. Ja. Aber diese politische Differenz, die, soll ich das sagen, also das wurde so in den Büchern gepredigt oder propagiert, aber es gab zum Beispiel innerhalb des Zionismus auch ganz unterschiedliche Bewegungen und es gab auch die sozialistischen Zionisten, die sich sowohl für die Idee eines eigenen Landes als auch für die Idee des Sozialismus engagiert haben. Also sprich, in diesem neuen Land sollte man sozialistisch organisiert werden und damit konnten die Bundisten auch wenig anfangen, also auch mit dieser Idee, dass Zionismus und Sozialismus vereinbar seien. Aber diese sozialistischen Zionisten, die haben im Russischen Reich dann um die Zeit der ersten russischen Revolution auch viel Erfolg gehabt, weil sie eben beides kombiniert haben. Also dieser letzte Punkt leitet gerade ganz gut über zu einer eigentlich kleinen Frage von mir, was die Marketingstrategie anbelangt. Weil gerade das, was du am Ende erzählt hast, dass die Zionisten eben auch diese Fraktion hatten, wo sie den Sozialismus besetzen konnten. Also dass sie sehr klug eigentlich gesagt haben, ja, innerhalb des Zionismus gibt es diesen Strang, der eindeutig, also danach auch die Kibbutzgründung und all dieses, also die wirklich Israel diese sozialistische Ausrichtung geben möchte. Das war ja eigentlich ganz klug bei der Mitgliederakquirierung, weil man da, glaube ich, den Bundisten einige Leute wegnehmen konnte, ja, respektive sehr viele Leute wegnehmen konnte. Und das ist jetzt meine Frage. Du hattest erwähnt, dass bei den Zentralzirkeln das so geheim war, dass man gar nicht wirklich Mitglied werden konnte. Das heißt, man musste direkt angefragt werden, Mitglied zu werden. Und das so viel zur Marketingstrategie. Also wie hat man dann eigentlich versucht, viele Leute für den Bundismus zu begeistern, wenn es so schwer war, Mitglied zu werden? Oder beschränkte sich, habe ich das falsch verstanden, das beschränkt sich wirklich nur auf diese Zentralzirkel. Dort war es schwierig, Mitglied zu werden, weil die so geheim waren. Also das wollte ich einfach noch nachfragen. Ja, also es beschränkte sich auf die Zentralzirkel. All das, was Vorträge oder Vortragsreihen und Diskussionsabende und so betrifft, das war viel breiter, also für eine viel breitere Öffentlichkeit gemeint. Zum Beispiel gibt es immer verschiedene Zahlen in diesen Berichten, in diesen Jahresberichten über die Zentralzirkel. Es gibt die Zahl aktive Mitglieder, das heißt, wer tatsächlich zum Zentralzirkel gehörte und mitentscheiden durfte. Und dann gibt es eine zweite Spalte, durchschnittlicher Anzahl von Leuten, die dem Bund positiv gesinnt sind, oder also mehr oder weniger so. Und der Unterschied ist ziemlich groß, also zwischen den beiden Zahlen. In Bern zum Beispiel um 1902, wenn ich mich richtig erinnere, konnten buddhistische Ereignisse oder Abende und so weiter so zwischen 60 bis 80 Personen anziehen, obwohl die Mitglieder des Zentralzirkels nur 12 waren. Das heißt, es war viel größer, aber wem man genau vertraute, um an den Entscheidungen und an diesem Netz aktiv mitzumachen, das war viel geringer. Und das, glaube ich, hängt auch damit zusammen, dass man wirklich Angst vor diesen Spionageaktivitäten hatte und ganz wenigen Leuten vertraute. Und man hatte, glaube ich, auch Angst, dass zum Beispiel Zionisten,
die eine Gruppe infiltrieren oder umgekehrt. Und diese Parteien, die sozialistischen Zionisten, also Paul Zion und so weiter, wenn ich mich richtig erinnere, sind sie erst um 1902 entstanden. Und als sie entstanden wurden, sind tatsächlich eine nicht geringe Zahl von Bundisten zu denen überlaufen. Und die Grenzen zwischen sozialistischem Zionismus und Bundismus waren plötzlich nicht mehr so klar. Man ist auch zum Teil von der einen Gruppe zum anderen überlaufen und dann wieder zurück, wieder zum Bund zurückgekehrt und so weiter. Also ich glaube, das ist wieder die Abgrenzung zwischen Bundisten und russischen Sozialdemokraten. Als die Partei ausgetreten ist, war es ein großes Drama. Also es hieß ja, der Bund ist aus der Partei ausgetreten und man muss das unbedingt kommunizieren und so weiter. Wir haben mit den russischen Sozialdemokraten nichts mehr zu tun, aber viel weniger zu tun und so weiter. Aber sowohl im Russischen Reich als auch in den Kolonien, also Kolonien selbst, sind die Kontakte nie unterbrochen worden. Also zum Beispiel dieser Akimov, der dann die Druckerei den Bundisten sozusagen übergeben hat. Das ist nach dem Austritt passiert. Aber das war wie auf theoretischer Ebene so. Und dann in der Praxis sah es schon konnte es schon ganz anders aussehen. Auch wenn sie sich wahnsinnig zerstritten haben in den verschiedenen Zeitschriften und Zeitungen, die sie publiziert haben. Du hattest ein Beispiel gezeigt, dass die Bundespolizei oder auf jeden Fall die Verfolgungsbehörden schon 1904 so gewisse Indizien hatten, dass hier Bundaktivitäten in der Schweiz stattfanden. Wie war es denn von der Seite der Öffentlichkeit, Presse oder so, wurde da erst nach 1906 überhaupt irgendwie über den Bund in der Schweiz berichtet oder wie war die Rezeption auch? Also meinst du jetzt allgemein? Allgemein, ja. Wie das wahrgenommen wurde, ob es wahrgenommen wurde oder ob es gut gelang, eigentlich solche Aktivitäten unter Verschluss zu halten? Das ist ein Aspekt, über den ich nicht sehr viel gearbeitet habe. Ich habe im Zusammenhang mit dem Fall David Machlin in dem Bund, also in der Zeitung Bund, Bern, ja, habe ich eine Reaktion der Bundisten in Bern gefunden, weil die Zeitung einige Tage vorher eine Meldung publiziert hatte über einen Anarchisten, den man verhaftet hatte und der eine Bombe, der dran war, eine Bombe zu basteln und so weiter. Und dieser Anarchist war eben David Machlin. Und dann hat der Bund versucht, im Bund sozusagen diesen Artikeln zu widersprechen. Aber ich glaube, man hat den Unterschied zwischen Anarchisten, Sozialdemokraten und Sozialrevolutionären, was auch immer, nicht wirklich gemacht. Und auch auf Behördenebene hat man den Unterschied nicht wirklich begriffen, glaube ich. Weil im Fall David Machlin zum Beispiel ist es wirklich frappant, die Wörter, die da benutzt werden von Seiten der Behörden, um zu beschreiben, wer Machlin ist und was er macht, die sind total inkonsequent. Also mal kommt Anarchist, mal kommt Terrorist, mal kommt irgendwas. Und dieses Zitat zum Beispiel über die Beschlagnahme anarchistischer Literatur, die ich zitiert habe, das ist auch sehr typisch für das Vorgehen der Schweizer Behörden, weil als die Polizisten in die Wohnung gekommen sind, sprach keiner Russisch oder Jiddisch. Das heißt, sie konnten überhaupt nicht wissen, was diese Zeitschriften und Zeitungen waren und was sie auch gesagt haben. Und erst später in der Untersuchung kommt vor, dass man eine Person, die Russisch und Jiddisch kannte, angestellt hat, um diese Sachen ein bisschen durchzublättern. Und dann kam vor, eigentlich gab es kein Problem mit diesen Schriften. Aber
man hat den Unterschied, glaube ich, nicht wirklich wahrgenommen. Es war also das Bild der bösen russischen Revolutionären war, glaube ich, sehr stark. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass sie sich auch als dass man die wirklich als Gruppe, als geschlossene Gruppe zum Teil wahrgenommen hat. Also ich glaube, die Berner, die haben sich nicht wirklich darauf gefreut, dass so viele Russen hier gelebt haben. Also ich habe auch gelesen, es stand zum Beispiel also in bestimmten Stadtvierteln oder Straßen stand, hier nehmen wir keine Russen für Wohnungen oder so. Ja. Ja, wenn keine weiteren Fragen sind, möchte ich dir nochmal herzlich danken, weil es eine sehr spannende Ausbreitung eben einer doch eher unbekannten, bis heute unbekannten Gruppe, die hier doch in Bern sehr aktiv war. Ihnen allen vielen Dank fürs Kommen und Mitdiskutieren. Und in 2 Wochen haben wir den letzten Vortrag von Brigitte Studer über die Folgen eigentlich nach Zimmerwald spricht, die Weiterentwicklung der schweizerisch-sowjetischen Beziehungen und Verflechtung. Schönen Abend noch allen und bis zum nächsten Mal.